Am Morgen traf der Dalai Lama in Frankfurt ein, empfangen von Hessens Ministerpräsident Roland Koch. 5 Tage will er in Deutschland bleiben. Es ist bereits der 2. Besuch innerhalb des letzten Jahres. Und sein Anliegen ist seit Jahrzehnten dasselbe: mehr Selbstbestimmung für die Tibeter. Hopefully and also recently, you see, the president himself is showing more seriousness. Der chinesische Präsident selbst hat in letzter Zeit mehr Ernsthaftigkeit gezeigt, was die Gespräche mit meinem Repräsentanten angeht. Ich hoffe, dass es irgendwann ein echtes Verständnis gibt und konstruktive Diskussionen stattfinden können. Tibet wolle sich nicht von China lösen und unabhängig werden, betonte das geistige Oberhaupt. Für die Bundesregierung ist der Besuch ein diplomatischer Drahtseilakt. Lange war es unklar, ob es ein Gespräch mit einem Kabinettsmitglied geben würde. Schließlich entschied man sich für ein Treffen mit Entwicklungshilfeministerin Wiczorek Zoll. Roland Koch, der als alter Freund des Dalai Lama gilt, übt Kritik, dass es nicht der Außenminister ist. Es wäre, glaube ich, für Herrn Steinmeier besser gewesen, wenn er einfach unverkrampft 30 Minuten gefunden hätte, ohne großes Aufsehen davon zu machen. Es ist nämlich heute eine Normalität, sich mit dem Dalai Lama zu treffen. Aber wenn der Präsident des Deutschen Bundestages, wenn die Entwicklungshilfeministerin, also damit ein Kabinettsmitglied ihn trifft, wenn die Bundeskanzlerin vor 6 Monaten ihn gesehen hat, dann ist klar, wo die deutsche Position liegt. Doch selbst das Treffen mit Wiczorek Zoll ist nicht unumstritten. Führende SPD-Politiker befürchten, die Chinesen könnten die Gespräche als Affront betrachten. Am Nachmittag wird der Dalai Lama erst einmal in Nordrhein-Westfalen erwartet. Dort trifft er Ministerpräsident Jürgen Rüttgers.